schon weiß man. Erst seit Saisonbeginn ist der 23-jährige israelische Nationalspieler für Wolfsberg im Einsatz. Und wenn er ein Tor schießt, dann spricht er die Hände vor den Augen das Schma Israel, das bekannteste Gebet im Judentum. Seit Anfang Juli wohnt er mit seiner Frau Edden in Kärnten. Zum Einkaufen und zum Gebet fahren die beiden immer wieder nach Wien. Dorit Musikant hat den Profifußballer besucht. Sean Weißmann, ein Mann mit mindestens zwei Leidenschaften, Spitzensport und sein jüdischer Glaube. Aber lässt sich das gut vereinen? Ja, ich denke schon, dass er Sport und Religion gut kombinieren kann, weil man sieht das auch immer wieder, dass das für ihn in seiner Welt einfach zusammengehört, ja? Dass er das einfach auch gut verbinden kann. Ja, und dass er sich, glaube ich, auch durch seinen Glauben stärkt. Frühmorgens in Wolfsberg. Die Spieler des WAC bereiten sich auf das Training vor. Es ist eine gute Saison für den WAC. Nicht zuletzt auch wegen des Neuzugangs Sean Weißmann. Der in der israelischen Stadt Haifa geborene Stürmer verstärkt seit 3 Monaten das Team. Vor wenigen Wochen gelangen ihm gleich 4 Treffer in einem Spiel. Ja, der Sean ist ein super Typ. Ja. Für uns eine Riesenbereicherung, menschlich und sportlich sowieso. Für mich auch was Neues jetzt. Mittlerweile das 10. Jahr hier, aber das habe ich auch zum ersten Mal, dass ich mit einem israelischen Spieler zusammenarbeiten kann. Und eine super Erfahrung. Beim WAC zu kicken und in Kärnten zu leben, ist auch für den jungen Ehemann aus Israel eine interessante Erfahrung. Als gläubiger Jude ist er nur koscher und daher nicht mit den anderen im Team. So geht er nach dem Training zum Mittagessen nach Hause zu seiner Frau Edden. Sie ist mit ihm nach Österreich übersiedelt. Edden ist nicht religiös aufgewachsen. Sie hat erst durch Sean den Glauben kennen und lieben gelernt. In unserem Glauben heißt es, alles was geschieht, geschieht zu deinem Besten. Vieles, was schon widerfährt, auch im Fußball, kann mich immer noch in Rage versetzen. Aber er sagt dann, es ist alles gut, er da oben hat einen Plan. Er nimmt die Dinge locker und lebt in der Gewissheit, dass alles von oben geleitet ist. Ja, es ist ein gutes Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können. Wir haben den lieben Gott, er sorgt für uns. Diese Gewissheit macht das Leben friedlicher und gelassener. Wir wissen, dass alles aus einem Grund geschieht und alles vorherbestimmt ist. Wozu sich ärgern? Es hilft nichts. Der koschere Lifestyle des jüdischen Ehepaars bringt es mit sich, dass viel selbst gekocht wird. Die koscheren Lebensmittel dafür kaufen die beiden in Wien. Deshalb fahren sie einmal pro Woche in die Bundeshauptstadt. Erster Stopp, Schäffer, ein koscherer Supermarkt in Wien-Leopoldstadt. Hier findet man koschere Lebensmittel aller Art. Die jüdischen Speisegesetze, auch Kaschrut-Regeln genannt, leiten sich aus der Tora, der Heiligen Schrift der Juden, ab. Für Weißmann ist der Markt aber mehr als nur ein Ort, an dem er koschere Lebensmittel erhält. Es fühlt sich an wie ein israelischer Supermarkt. Das macht richtig Freude. Man fühlt sich zu Hause. Hier wird Hebräisch gesprochen und es gibt hier alle Produkte, die ich aus Israel gewohnt bin. So auch koscheres Fleisch für eine proteinreiche Ernährung. Effizient erledigen Edden und Sean Weißmann im Teamwork ihren Einkauf. Es steht noch einiges auf dem Programm in Wien. Spazieren in der Innenstadt. Man nutzt die Gelegenheit, um die eine oder andere Sehenswürdigkeit zu entdecken. Wie der Fußballer sein Gastland sieht. Ich sehe Österreich als ein ganz normales europäisches Land. Ich fühle mich hier sehr zugehörig, auch weil man uns sehr nett empfangen hat. Ein paar Ecken weiter erinnert ein Mahnmal an 65.000 österreichische Jüdinnen und Juden, die Opfer des Holocaust geworden sind.
Wie umgehen mit dieser Vergangenheit? Natürlich darf die heutige Generation und dürfen alle kommenden Generationen niemals vergessen. Wir müssen das weitergeben an unsere Kinder und Kindeskinder. Das ist sehr wichtig. Das ist unsere Vergangenheit und ohne das Bewusstsein für die Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Zeit fürs Abendgebet. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, heißt den Fußballstar aus Israel im Stadttempel willkommen. Ich freue mich immer, wenn Superspieler aus Israel hier in Österreich sind und wenn dann ein Spieler nach ein paar Runden die Torschützenliste in Österreich anführt, wenn er zum ersten Mal im Team gespielt hat, dann ist es eine tolle Sache. Das Gebet in einer Synagoge, zumindest von Zeit zu Zeit, ist dem jungen Ehepaar wichtig. Ich bin ganz begeistert, dass wir einen israelischen Nationalspieler jetzt in Österreich haben und besonders gefreut hat mich auch die Tatsache, dass er zuerst mit uns Kontakt aufgenommen hat, bevor er den Vertrag unterschrieben hatte. Es war ihm sehr wichtig zu wissen, ob er hier auch sein Judentum, sein jüdisches Leben in Österreich führen kann, bevor er bereit war, nach Österreich zu kommen. Gerade als für einen israelischen Sportler, für einen Fußball, ist ja nicht selbstverständlich, dass er tatsächlich auch um sein Judentum besorgt ist, um die Religion, die Ausübung seiner Religion, die Verfügbarkeit von koscherem Essen, die Verfügbarkeit von Synagogen und dergleichen. Und ich war normalerweise kein Fußballfan, aber ich bin begeistert von ihm als Fußball. Kein Besuch in Wien, ohne im koscheren Stammlokal vorbeizuschauen. Auch seine Lieblingsspeise hier hat Sean Weißmann mittlerweile gefunden. Einen chinesischen Fleischmix mit Reis und Gemüse. Auf dem Nachhauseweg ein überraschendes, zufälliges Treffen mit Andy Herzog, Trainer der israelischen Nationalmannschaft. Wenige Tage zuvor hatte Sean sein erstes Spiel unter Herzog im Nationalteam absolviert. Zurück in Wolfsberg, wo sich Weißmann wohlfühlt bei seinem neuen Fußballclub. Religion und Sport als Israeli in Österreich. Für Sean Weißmann ist das eine stimmige Sache.